Der Fall von Alexei Nawalny, dieser Giftmordanschlag, hat uns alle betroffen gemacht. Das ist so viel Engagement, das ist so viel Einsatz für die Demokratie, wenn man für sie streitet, wenn man sogar mit dem Leben bedroht wird. Wir können danach nicht zur Tagesordnung zurückkehren. Jetzt ist unsere Aufgabe, aufzuklären, was ist da im Einzelnen passiert. Solange es aus dem Kreml eigentlich nur Beschwichtigungen und Vertuschungsversuche gibt, kann es nicht eine Kooperation mit Putin geben. Wir sind deshalb der Meinung, dass die Pipeline Nord Stream 2 jetzt ein Moratorium braucht. Die kann man nicht einfach fortsetzen und in Betrieb nehmen, sondern das ist jetzt an Bedingungen geknüpft, an Aufklärungsbemühungen aus dem Kreml. Es ist an die Bedingung geknüpft, auch die Interessen der Ukraine zu berücksichtigen bei der Energieaußenpolitik. Und wir müssen uns mit unseren europäischen Partnern und Freunden auf eine gemeinsame Linie bei diesem Infrastrukturprojekt verständigen. Für Putin ist das ein geopolitisches Projekt. Es ist nicht ein rein privatwirtschaftliches Projekt, wie früher mal von der deutschen Bundesregierung gesagt worden ist. Also müssen wir das auch politisch neu bewerten. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten einen weitergehenden Vorschlag noch gemacht. Wir haben einen liberalen russischen Oppositionellen in unserer Fraktion empfangen. Er ist selbst Opfer von zwei Giftanschlägen geworden, die er Gott sei Dank überlebt hat. Und er hat uns vorgeschlagen, Wladimir Karamursa, er hat uns vorgeschlagen, dass wir in Deutschland auch die Möglichkeit von personenbezogenen Sanktionen schaffen für die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen. Das hat den Vorteil, dass diese autoritären, autokratischen Regime ja auf einer Elite bauen. Und diese Elite geht ins Ausland, hat da Villen, kauft Luxusgüter ein mit dem Geld, was sie in ihren Gesellschaften erbeuten. Und die mit einer Sanktion zu belegen, dass sie nicht reisen können, dass ihr Auslandsvermögen eingefroren wird, dass sie keine Immobilien im Ausland kaufen können, das trifft diese Regime, so sagt Wladimir, viel empfindlicher noch als zum Beispiel Handelsbeschränkungen. Und deshalb sollten wir in Deutschland nach Vorbild etwa der Vereinigten Staaten oder Großbritannien, der baltischen Staaten oder Kanada, sollten wir eine solche personenbezogene Sanktionsmöglichkeit auch mit einer rechtlichen Grundlage ausstatten, vielleicht auch im Vorgriff auf eine entsprechende Regelung der Europäischen Union. Wir haben Interesse an Zusammenarbeit mit dem russischen Volk, aber wir können die Grenzüberschreitungen, Menschenrechtsverletzungen und Regelbrüche von Wladimir Putin nicht einfach so hinnehmen. Da würden wir unsere eigenen europäischen, unsere liberalen Werte verraten.